Schaut's denn bei dem Rot? Oh, die haben auch schon Aristokraten. So, warte mal, hier oben. Hier unten. Ah ja, ich wollte Holz holen und das Holz war ja hier. Holz, zack, hier, bitte. Steine, Holz, Werkzeug. Geht alles wieder hierher. Du kannst von mir aus wieder nach da oben gehen. Wenn ich schon mal dabei bin, dann kann ich die Gelegenheit nutzen und hier noch ein Schiff bauen. Und die Frage, die ich gerade noch habe, ist, wie viele Tonnen... 10. Gut. Dann schauen wir mal nach den Tabakwaren. Die erholen sich gerade so. Okay. Eine Insel wurde besiedelt. Ja, ja, die dürft ihr haben. So. Okay. Ah, du bist schon wieder da. Dann kannst du ja auch dahin. Dann können wir das hier alles mal ausladen. Und dann können wir hier hinten jetzt endlich mal unsere kleine, geile, neue, tiefe Erzmine bauen. So, und dann würde ich da auf jeden Fall sagen, zack, zack. Super. Gut, und dann muss ich überlegen, was für Handelsschiffe habe ich da. Dann würdest du nämlich jetzt sagen, hier, Erz und ausladen. Erz, bitte. Dann können wir dich nehmen und alles wieder einladen. Eure Werft hat ein Schiff fertiggestellt. So, und dann würde ich da unten hin wollen. Einfach mein Kakao... meine Kakao-Katastrophe ein bisschen erhöhen. So, und was ich da jetzt eigentlich machen kann, warte mal. Wenn ich sag, ich will ja eh, ich muss das ja gar nicht wild in der Gegend rumtransportieren. Sondern ich kann ja wirklich einfach sagen, okay, ab 80 Tonnen. Weil wie gesagt, wenn ich das Monopol hier habe, dann ist das ja für mich egal eigentlich. Da kaufen die das ja trotzdem auf jeden Fall ab. So, und 45 sehe ich eigentlich auch. Finde ich okay. So. Piraten greifen euer Schiff an. Okay, und das kann auch weg. So. Kann man hier sagen, alles ausladen, alles ausladen, alles ausladen.
Freibeuter lauern euch auf! Okay. Da verstehe ich jetzt mal einfach keinen Spaß. Freibeuter lauern euch auf. Okay, nicht ganz. Kannst du dich mal reparieren schicken? So. Okay, du warst das nicht, sondern du warst das. Ja, genau. Dann würde ich dich mal ansehen wollen und dann nehmen wir mal hier. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Darf er. Ist völlig in Ordnung, habe ich gar nichts gegen. So, dann würde ich hier nochmal sagen. Aber jetzt kann ich keine mehr bauen, ne, weil ich zu wenig Holz habe. Ah, doch, ich kann. So, dann würde ich hier sagen, 1, 2 und zack. Gut, dann erhöhen wir unsere Kakaoproduktion ein bisschen. Und den Kontor produzieren wir auch auf. So, dann ist die Frage Einkauf, wie viel Kapazität habe ich jetzt eigentlich? Na gut, dann muss man nach Verkauf sagen und dann sagen wir hier 107. So, die wird repariert. Der kann dahin zurück. Und dann bin ich mal gerade am Überlegen, was ich denn jetzt als nächstes mache. Ich habe ja beschlossen, dass ich jetzt meine Tabakwaren aufstocke. Eigentlich kann ich eine wieder verkaufen. Oder schlafen legen. Ein Schiff wurde repariert. Oh, meine Betriebskosten sind... Ah ja, okay, gut, jetzt nicht mehr. Sind gerade voll im Keller. Steine habe ich genug. So, dann würde ich eigentlich doch mal wieder ein paar Tonnen Dings produzieren wollen. Genau, Dings halt. So, du bist Tabak und von dir will ich aber eigentlich auch noch Erz einsammeln. So, klappt das mit dem Abholen hier eigentlich? Es sieht nicht so aus. Oder wahrscheinlich erst wieder, wenn das Lager voll ist, wie immer. So, ich würde mal die Bäume drumherum wegmachen. Einfach damit wir sehen, ob der Weg auch okay ist. Der Weg ist okay. Bewegst du die? Ah, wunderbar. Ah, das ist ein bisschen ätzend, dass der halt immer auf Lager voll wartet. Da müssen wir überlegen, ob man die Erz... Ja gut, da bräuchte ich hier Holz. Das will ich jetzt eigentlich auch nicht machen. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut.
Jo, ist okay. So, also du bist noch nicht bewaffnet. Deswegen würde ich jetzt zu dir sagen. So, du darfst den Scheiß ausladen. Du fährst da mal dahin. Und du fährst mal dahin. Und du hier, du kannst mal. Da unten wollte ich eigentlich Kakao für Handelsroute machen, aber gerade spüre ich nicht wirklich den Bedarf. Wird man hier schauen, wie sieht's denn aus? Okay. Gut, okay, das Ding wird auch verkauft auf jeden Fall. Dann würde ich mal dahin gehen und sagen. So, einfach aus Neugier. Kaufen die das trotzdem, wenn ich das Monopol bin? Eigentlich müssten sie es. So. Wie schaut es mit Kanonen aus? 2 Tonnen. Dann würde ich erstmal den. Wie schaut es denn hier aus? 18 Tonnen Tabak. Also Tabak läuft gut rein, muss ich sagen. Wobei ich da schon eine wieder, jetzt nicht unbedingt abreißen, aber stilllegen wollen würde. So, und wir gehen auf Waffen. Kanonen sind 4, das passt genau. Gut, dann bauen wir jetzt unsere Kriegsflotte auf. Wir müssen ja den Gelben da unten vertreiben. Wir müssen ja. Oh Mann, der baut da gerade Dinge aus. Den Gelben da unten vertreiben. Okay, und er hat auch einen Zipfel, wo ich mich ansiedeln kann. Er hat auch einen Zipfel, wo ich mich ansiedeln kann. Das heißt, ich bräuchte dann Kanoniere, die da drauf gehen. Ah, oh, das wird eine teure Geschichte wieder. Da, da, da. Weil ich will ja danach wieder mit ihm Frieden schließen. Ich will ja nur die Insel haben, das ist ja alles. Ich will ja gar keinen Krieg mit dem anfangen. Wow. Kaufen die wirklich den Scheiß weg? Es sieht so aus, als ob die wirklich den Scheiß wegkaufen. Tom, tom, tom. Tom, tom, tom. Gut, das bedeutet aber dann noch eigentlich, so, du bist der. Okay, jetzt schauen wir erstmal hier. Alles klar, der Konkurrent erweitert seine Flotte. Würde ich dich mal schlafen legen.
Okay. So, wir müssen mal nach der Versorgung unserer Kolonisten, unserer Bürger sorgen. Schauen, meine ich. Also Lebensmittel haben sie genug. Tabak haben sie genug. Kakao wird besser mit der Zeit. Steine, Stoffe gehen langsam wieder zurück. Alkohol ist okay. Die Stoffe, denke ich, gehen wegen den Schiffen zurück, nicht wegen generell. Das treue Volk will euch ein Denkmal setzen. Ja, dann soll es das doch tun. Wir setzen das Denkmal vielleicht mal hier hin. Da sehen es die Bürger auch nur ganz gut. Piraten greifen euch an! So. Fünf Tonnen haben wir. Piraten greifen euer Schiff an! Gibt's hier jetzt eigentlich irgendwo auf einer Insel Piraten oder ist das immer noch nur Einbildung? So, was wir natürlich auch noch machen können, ist, wenn ich hier gerade... Piraten greifen euch an! Also gerade ist extrem. Piraten greifen euer Schiff an! Freibeuter lauern euch auf! Okay. Okay, und jetzt kannst du den angreifen. Dann kannst du mal da runter vielleicht. Hierher, und dann will ich mal eigentlich auch bedienen. Freibeuter lauern euch auf! Freibeuter lauern euch auf! So, dann gehst du mal wieder da hoch zum Reparieren. So, und die Frage ist bei dir, also hier reparieren, was war denn deine Route? Kakao, Kakao. Okay, dann wählen wir die doch auch nochmal. Kakao war ja da. So. Kakao. Kakao. Und los geht's. Schiffsreparatur beendet. Kann man dich reparieren? Okay, jetzt stellt euch mal hinten an. So, du kannst dann weiterfahren. Schiffsreparatur beendet. Kannst du wieder dahin? Du kannst dahin. Du gehst erstmal da hoch und lädst dein Zeug aus. Dann kannst du dich mal reparieren. So, du gehst dann mal dahin.